Besucher vom Inside Game Dojo, Inside Game Dojo in NRW, genau. Wenn ihr in der Nähe wohnt, kommt da mal vorbei. Ist ein guter Ort für eine gute Zeit. Das stimmt. Selbst ich nehme den langen Weg auf mich manchmal und fahre dahin. Ich möchte halt nicht so oft Good Times wie du, aber... Ja, ich will immer Good Times. Wenn ich mal hinkomme, habe ich auch Good Times. Ja. Aber konzentrieren wir uns mal aufs Match. Ich weiß nicht, wie die beiden generell spielen und wie oft die schon gespielt haben, aber ich vermute trotzdem, dass wir ein vernünftiges Match hier sehen werden. Ich fand in Revelator 1.0 war das sehr schwer für Venom. Es hat sich ein bisschen gebessert, da man jetzt weiterleben darf, selbst wenn man in der Corner zum Boden geht. Okay. Ja, Tom, zwei, kommt aber ja. Direkt ein Burst. Ja, war auch vernünftiger Burst. Ja, damit, das will man einfach nicht mit dealen müssen. Ja, okay. Und jetzt hat er wieder Level, hat direkt den Level verloren. Okay. Nicht so schön. Und Burst zurück. Jonas fängt mit der Pressure an. Kriegt einzelne Hits, aber führt zu nichts. Und jetzt wird's Horror für Jonas. Also jetzt bin mal gespannt, wie er sich gegen Level 3. Oh Gott. Da merkt man schon, der hat wohl doch nicht so oft gegen Johnny gespielt, weil das ist schon ein hartes Matchup. Matchup-Unwissen, wenn er wirklich der 6 Heavy einfach wirft. Ja. Und jetzt schöner Airthrow und bekommt den Knockdown. Und okay, wenn er es jetzt richtig macht, hat Thompson das die Runde abgegeben. Ja. Hier können wir. Okay. Target Range, QBs. Wie? Oh, das war schlecht. Da war die Lücke zu groß. Okay. Da wollte er den Hit unbedingt haben. Empty Jump Low, aber nee. Oh, Level 3 Johnny, das ist richtig gut. Aber er kriegt den Hit. Und Thompson burstet nicht direkt auf den ersten Hit. Ja. Gut für ihn. Stinger YRC, gutes Tool auf die Distanz. Ja, und wie findest du Johnny zu kombon als Venom-Spieler? Geht sehr, sehr gut, muss ich sagen. Geht sehr gut, okay. Geht sehr gut. Ja. Oh, und hier sieht man direkt schöne Kombo. Ich glaube, das war sogar eine neue Route dank dem 6P, oder? Habe ich das war der 5P. Das war der 5P, okay. Das war der 5P. 6P, nicht. Der Corner 6P geht nicht so gut an Johnny. Okay. Aber, Und. Oh. Keine Ahnung, wieso er dann Counter-Hit kassiert hat. Okay. Hier wird er auf den Running Jump gehen, ne? Entscheidet sich für ein Chip-Setup, oder? Oder für ein. Oh, das war ein schöner Anti-Air. Ja, man kann auf den auf die extra Loop gehen mit dem Running Jump. Okay. Das bringt ein bisschen mehr Damage, ein bisschen mehr Corner Carry und denselben Lockdown im Endeffekt. Mhm. Kaum bist du fertig mit dem Erklären, hat Jonas schon das erste Match für sich entschieden. Gut, schauen wir mal, was Thompson entscheidet zu tun. Direkt ins nächste Spiel. Näher an den Mund, okay. Jetzt verstehe ich auch ein bisschen besser. Dankeschön. Okay, wir sind Level 2 und er verkackt den Miss Cancel. Das ist schlecht. Okay, First Save. Verliert alles seine Münzen. Oh ja, das ist ein sehr gutes Tool gegen Venom. Einfach mal den Level 2 oder Level 1, egal. Ja, generell gegen jeden Zoner ist doch ein gutes Tool, oder? Ja, ja. Einfach mal einfach Mist benutzen. Projektil. Ja, es killt halt ein Projektil. Oh, der ja. Trifft. War sehr aber knapp. Level 3, das kann sehr gut sein. Oh. Wenn er mich Pech hat, wurde er sogar gestufft, der Mistfinder, und er ist wieder auf Level 1. Das kann sein. Das habe ich. Ja. Nee. Doch. War es wirklich gestufft? Okay. Ja, es war gestufft. Wenn es gestufft wird, dann verliert man das Level. Und vertraue dann, dir. Ja, es ist auf Level 1 gerade. Als Apps-Liebhaber kennst du ja beide Charakter sehr gut. Ja. Oh, kein Burst mehr, das könnte es sein. Das sieht sehr gut aus für Jonas. Oh, und ja. Wieder denn 2D geht unter Dead Angle, geht auch unter manche Bursts gelegentlich. Ja, aber auch, wollte gerade sagen, Johnnys Guard Cancel ist mit der schlechtesten im Spiel. Nee, würde ich doch nicht mal sagen. Die Sache ist, Johnny's Guard Cancel trifft komischerweise hinter ihm. Also er hat einzelne Eigenschaften, die ihn irgendwie wieder gut machen. Zum einen ist er nur minus 6 auf Block. Ja, es sind aber viele, die man nicht wirklich punishen kann. Oh, das war ein guter Low Miss. Und er trifft hinter ihm. Also ist zwar in seltenen Fällen wirklich hilfreich, okay. Aber... Was mir auffällt, Thompson spielt ungewohnt ängstlich, also traut sich wenig. Jonas sehr viel machen. Und er droppt auch sehr viel, was ich auch nicht wirklich kenne von ihm. Aber jetzt endlich mal, droppt das. Wie ich eben gesprochen habe, er droppt viel zu viel. Johnny natürlich auch ein Charakter, wo die Execution sehr on point sein muss, um den Char zu seinem Potenzial auszuspielen. Ja, also höher als bei anderen Chars, wo man nicht aus Versehen mal noch so ein... Ja. Unfall-Counter-Hit bekommt. Ja, wie wir zuvor gesehen haben bei Kuhn zum Beispiel. Ja, und ja. Jonas nimmt das Match sehr solide. 2-0 Jonas. Damit ist Alex aus dem Turnier ausgeschieden.
Ja, Jonas. Und Jonas weiter ins nächste Match und wird dann wahrscheinlich gegen, auf... Gegen Jonas? Nein, er trifft auf... ATG? Auf ATG als nächstes, okay. Genau. Ich weiß jetzt bloß nicht, was...